da oben auch noch mehr. Campingtisch stehen mit Stühlen und die beiden Pilotentruppen, die da dann sitzen. Und die sind dann, je nach Tageszeit, haben die entweder Kuchen vor sich oder morgens stehen dann die, die dann auf dem. Kennst du doch alles schon? Kennst du doch alles schon? Ja. Oder morgens liegen die Piloten dann auch daneben. Und ein paar umgekippte Flaschen stehen dann auf dem Campingtisch. Also es macht auch Sinn, die Jungs zu besuchen. Sind auch sehr auskunftsfreudig. Obla, 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 obla. Okay, gut gegangen. Die mal zu besuchen und sich die Modelle mal genauer anzugucken. Die stehen da hinten am Senderzelt wahrscheinlich. Wollt ihr, dass der Baum was? Ja, die Stiege ist ein Gewicht von 23,6 Kilo. Das ist schon fast an der oberen Kante, was so ohne Zulassung möglich ist. Also unser Platz hier ist direkt für 25 Kilo zugelassen. Alles, was drüber hinaus ist, muss dann sonderfreigegeben werden. Die Modelle müssen vorgeflogen werden. Genauso müssen Apropos Abwurf, der war jetzt ungewollt, aber wir haben auch gewollte Abwurfwürfel. Wir machen das heute Nachmittag, werden wir noch Bonbons für die Kinder abwerfen. Kai kriegt richtig gut die Decke da drauf. Der Jet und Olli sein, der soll vor uns geben. Was da? Ja. Sind das die Brüder gerade? Mit so einer Firma, das ist überall. Egal ob es ein Verein ist oder so. Das muss Neubert sein, das macht er schon seit 100 Jahren und da kriegt noch keinen von und der macht es auch das ganze Wochenende. Ja, was ist das? Wow! Ich bin auch jetzt kommt der Klaus auch noch rein. Schön geschnitten. Ja, etwas sportlicher heute, aber natürlich perfekt geklappt. Yeah.
Kilo hat die beste Fahrt. Soll das aber ein Ablauf werden?